Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legendary Edition Endral. Wir haben in Alt-Mishkamur, wie auch immer, das Artefakt geborgen. Bleibt jetzt auch eins übrig. Ich hoffe, es wird nicht noch schwieriger. Ich habe mal nachgeguckt, es wurde mit 4 von 5 Sternen der Schwierigkeit beworben, die Quest, die wir gerade eben gemacht haben. Das ist wahrscheinlich schon einiges. Und es ist mitten in der Nacht und ich hole mir ein Zimmer in der Taverne, um zu schlafen. Weil ich Sachen verkaufen will, weil mein Inventar fast voll ist. So, da oben. Wo die ganzen Leute vorm Haus stehen. Ja. So, ich buche mir ein Zimmer, Einzelzimmer. Also wenn das wie bei Booking ist, könnte ich ja sogar ein Booking ist, dann könnte ich sogar Cashback von Show. Wieso sage ich so eigentlich immer? So, jetzt in den nächsten Tag, dann gehen wieder alle arbeiten, ich weiß. Die ganzen Leute, die haben schnell mal auf, verwirrt mich immer total. So. Ja. Inal nicht gut, verzeiht. Das heißt Deutsch, verdammter. Razziala. Mäh. So. Wir gehen übrigens noch nicht zu dem Typen und geben die Dinger ab. Ich will erst alle drei haben. Hallo. So, hat er noch Geld? Natürlich nicht. Den nächste eben. Die hat Geld, das ist doch gut. So. Das ist natürlich auch ein Bogen. Spitzhacke bleibt in meinem Besitz. So, Amulett der Leichtfüßigkeit. Okay, das behalte ich mal gerade kurz an. Das ist vielleicht besser. Das, was ich jetzt trage. So, das brauche ich aber nicht. Und die brauche ich nicht. Und 16. So, hat die Sachen, die ich kaufen kann, vielleicht? Natürlich Gesellenbücher für Einhand. Gut, 6 Dinger wieder. Das heißt, ich kann 4 Schlösser knacken und Rhetorikbücher kaufen. Da. Das war falsch. Das müssten die hier sein. Genau. So. 4 und 2-mal Rhetorik. Haben die natürlich nicht. Es macht aber nichts. So, dann verkaufe ich noch ein bisschen. So, hier. Das passt dann.
Die Verbrauchsgegenstände kann ich gerade mal nutzen. Oh. So. Danke, Schlösserknacken habe ich erhöht. Jetzt kann ich nämlich demnächst nur noch ganz intelligent den Rest skillen. Das wollte ich eigentlich nicht wissen. Ich wollte eigentlich kaufen. Erstmal will ich Rhetorik, 2 Stück. So. Und dann will ich Sachen verkaufen. Die hat auch viel Geld tatsächlich. Das bedeutet, dass ich viel Geld kriegen kann. Diese Bücher verkaufe ich nicht. Der Schlächter von Arktis hier kann ich verkaufen. So, das macht, dass ich wieder 2400 Dinger habe. Eieiei. So. Ja. So, da kann ich auch die Gesellenbücher, die beiden hier. Bücher habe ich auch noch 2 Stück. So, so. Kann ich verkaufen. So. Ich weiß nicht, ihr könnt mir Geld geben. Ihr habt natürlich Essen, das ist prinzipiell schön, aber brauche ich nicht. Kann ich hier Essen klauen? Nein. Hallo? Diesmal ist der PC aber nicht komplett eingelaufen. Ich sehe meine OBS, wir im rechten Fenster weiterlaufen. Ich glaube, es ist nur Skyrim eingefroren. Wie immer. Kennt man ja. So. Ich glaube, das Spiel ist abgestürzt. Wie immer kennt man ja. So, wird ausgemacht, wird angemacht. Bekannt ist das. So, jetzt mal weiter, danke. Das ist das Schöne bei OBS, ne? Das läuft dann direkt weiter, die Aufnahme einfach. Das seht ihr manchmal so Ingame-Material, wie ich sogar das Spiel starte. Also hört er gerade bisher nur, noch seht es nicht, noch hat OBS nicht das Spiel gecaptured. Ist aber wahrscheinlich gleich soweit. So. Jetzt ist es drin. Ab in die Bank. Ich muss Sachen einzahlen. So. Ich möchte einzahlen. Ich habe. Oh, 2400 habe ich. 2100 nehme ich mit. Gebe ich rein. So. Wie viel kriege ich an Zinsen? Und da dacht sich der Tag, ne? Ach, guck mal, der hat wieder Geld. Ach, da kann ich was nicht verkaufen, okay. Was hat der so? Tränke, Genesungstränke. Welchen? Hat der 2 Hand? Der hat 2 Hand, das ist gut. Ach so, warte mal, ich kann gerade mal kurz, dann sind die auch weg. Ach nee, jetzt habe ich 2 Bücher für Rhetorik gekauft. Also für Rhetorik in hoch. Will natürlich die Lehrlingsbücher Rhetorik kaufen. 2 Stück.
Warte mal, wobei ich insgesamt. Nee, es lohnt sich nicht mehr zu kaufen, so auf Anhieb. So. Wie viele Lernpunkte? 46 habe ich. So. Könnte ich auf 2 halt alles machen. Bräuchte ich Gesellenbücher? Genau, für Zweihandkampf. Wenn ich 8, nee, 6 Stück mache, kostet das 1000. Okay, das hebe ich von der. Das hebe ich ab. So. 900. So, ja, ich gebe es ja auch direkt aus. So, Gesellenbuch, Zweihandkampf, kaufe ich 8 Stück, ne? Habe ich gesagt? 6 Stück. So. 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 Hab ich geschafft. Jetzt muss ich nur noch meditieren. Ach so, ah, warte mal, Kanistenfieber. Könnte ich eigentlich auch mal. Mir wieder was kaufen. So, Adlerstoß. Ach, ich habe das freigeschaltet. Was war das nochmal? Zierlähmen. Ach so. Zurückwärts auf, das mache ich eigentlich so gut wie nie, ne? So, nochmal Ausdauerverbrauch geringer. Habe ich freigeschaltet. Was ist hier? Verdoppelt die Druckschüsse eines Treffers beim Gegner an, wenn er raus, aber 50% liegt. Ja, schalte ich frei. Ich habe zwar keine Punkte mehr, aber trifft ihr alle Ziele, die sich vor euch finden. Fügt Gegnern Schadenspunkte zu. Ach so, taumeln denn. Verursacht 20% mehr Schaden. Eigentlich sollte ich das nehmen und dann oben Angriff auf blockende Gegner verursachen 40% mehr. Erinnerungspunkte habe ich nicht mehr. Vandalen. Vandale! So. So. Garage habe ich. So, ich kriege meine Zinsen jeden Tag. Und auf die Zinsen natürlich Zinseszins, klar, kennt man nicht aus dem echten Leben, weil da kriegst du wahrscheinlich nur Strafzinsen, wenn du irgendwo Geld hast. Okay. So, genau, Pyräisches in Alde Asch. Kammern, ne, Aschkammern. So, wo ist. Jetzt ist die Frage, was ist sinnvoller, wenn ich von hier hier runter oder von hier hier hoch? Ich glaube aber, ich gehe von hier, weil hier sieht es aus, als wären hier mehr Häuser. Also Dünenheim muss ich hin. Da. 30 Minuten, na, passt, passt, passt. Dünenheim. Das klingt eigentlich so wie so ein normaler Stadtname, finde ich. Dünenheim? Besser als Ark, irgendwie, für mich. Myradenwächter, hallo. Nach Dünenheim, bitte. Da. Dünenheim, immer noch. Mann. Eine Kreatur, die sich der schwarze Wächter nennt, ist bestimmt eine Quest. Gesse ich jetzt einfach mal so. Das hört sich an, als wäre das einfach eine Quest. Schön war sie und stolz, die Herrscherin der Unterstadt. Ihr Leib trug nun zwei Früchte. Alter, was ist denn hier los? Ei, ei. Ich sah einfach nur Wüste.
So, die Frage ist, wo muss ich hin? Also ich versuche irgendwie, muss ich zu diesem Punkt. Ich hatte nicht gedacht, dass hier Wüste ist. Das sieht ja komplett anders aus. Alter. Die Wüste haben sie gut geschaffen. Also gut gemacht. Muss ich einfach mal gerade neidlos anerkennen. Die haben sie gut gestaltet. Allgemein, also, wow. Auch wenn ich mich in der letzten Folge über die Quest beschwert habe, die Mod ist insgesamt noch gut. Und vor allem die Weltengestaltung. Auch der Tempel da ist halt schon nicht schlecht. Ist halt schon eher mega gut. So. Oh mein Gott, was ist das? Ein Panther! Gut, ich werde sterben. Das ist dann sehr hart. Hier anscheinend. Okay. Ich versuche mal Gegner dann vielleicht doch eher aus dem Weg zu gehen, wenn das möglich ist. Gut. Geht halt eher weniger. Beschweren kann man sich ja auch eher normalerweise eher weniger. Aber kriechen. Alter, hier und in den Wind sieht diese Wüste halt noch mega geiler aus. So, immer nur einer ist gar kein Problem. So. Okay. Oh, wow. Ich bin wieder aufgestiegen. 17. Ah, ja. 5 Lernpunkte, 3 Handwerkspunkte und 1 Erinnerungspunkt. Ich nehme Ausdauer. Ich mache halt Magie übrigens gar nicht, weil lohnt sich halt nicht für mich. So alt Liguria oder wie auch immer das heißen soll. Okay, da sind wir fast schon. Das heißt, ich kann den Marker entfernen mittlerweile. Ich kann aber ja mal irgendwann hin, wenn ich will. Gehe aber in diese Bereiche hier eigentlich nur, wenn ich hin muss, weil die kommen mir zu schwer vor. So für einfach mal so hingehen. Das ist der Unterschied. Ich werde klar, irgendwann werde ich bei. Okay, vielleicht hätte ich dann doch eher den anderen da nehmen können. Okay. Was bist du? Kleiner Schnucki? Ein Steppenstampfer, aha. Siehst irgendwie knuffig aus. Wildfleisch. Aha. Und das ist eine Art Troll, denke ich mal, so einer Wüstentroll. Aber wie verstehe ich das? Alter, die Wüstenmusik ist auch so geil. Was haben die denn hier mit der Wüste gemacht? Alter, das ist. Die Wüste ist ja in fast jedem Spiel einfach der geilste Ort, ne? Ich sag nur Legend of Zelda Ocarina of Time. Kannst du mir nicht sagen? Wüste ist das Beste. Aber das hier ist mega geil. Ich meine, ich liebe eh Wüstensetting in jedem Spiel. Ist ein Nirnwurz. Alter, Nirnwurz. Alter, ich bin so awesome, mega. Mann, die Wüste. Vor allem diese Musik. Alter, jetzt komme ich mit meiner Brille die ganze Zeit an das Ding da dran. An den Ständer. Alter. Vor allem diese Musik und alles hier. Und das haben sie richtig gut gemacht. Und Quecksilbererz. Jo,
Ich kenne es ja spätestens seit Skyrim, dass mit den Erzen das halt mega gut ist, weil man mega viel Geld damit verdienen kann. Was ist hier? Okay, ich dachte, das wäre ein Pilz, den ich irgendwie. Oh Gott, das ist ein Panzer. Bitte töte mich nicht. Okay, jetzt darfst du. Oh, zwei Stück. Oh. Ah, Hilfe, ich kann mich nicht bewegen vernünftig. Okay, also mit den Zweien ist es ein bisschen, ja, ungünstig, sage ich mal. Ich versuche mal irgendwie. Cool, dass ich nicht auf den Stein hier kann. Danke. So. Ja, du brennst übrigens. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Ey. Ey. Ich glaube, das ist auch einer, oder? Hm? Doch an die Blattgrenze. Naja, dann kann ich ja den Hammer nehmen. Das Ding ist halt. Cool. Aber das finde ich ein bisschen unrealistisch. Sorry, weil sobald ich einen Bogen in die Hand nehme, da rennen sie weg wie Verrückte. Also. Oh, ein Löwe. Also das finde ich ein bisschen. Sorry, also das gefällt mir nicht. Sobald man den Bogen einfach nur in die Hand nimmt, sind die. Oh, was bist du denn für ein Racker? Eine Muratte. Oh. Ja, dann machen wir es halt so. Gut. Kann man auch machen. Dass hier nicht zu viele Löwen sind. So, hier drin ist dieses Ding eh ein bisschen ja sinnlos, sage ich mal. Ich habe zwei Hämmer dabei. Das ist zu viel des Guten. Ich dachte schon, hier drin sind zwei Artefakte. Ah, was bist du, ein Knochenreißer? Okay, gut. Das, sind Todesratten, nee, Todeskrallen oder was sind das für Dinger? Alter, es wird immer schwerer. Ja, schade, dass ich das nicht schaffen werde.
Ja, das kann ich nicht überleben, denke ich mal eher. Gut, schade. Kann man. Schade. Warum läuft eigentlich die Folge noch? Bis dann nächste Folge. Tschüss.